Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Fullface-Schminki für dich und zwar schminke ich mich mit Produkten von Becker. Ja, das ist... mal gucken, wie das so wird. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Becker ist eine sackenteure Marke, Leute. Natürlich, ich habe auch mich schon mit NARS geschminkt und so weiter, ne? Das ist natürlich noch teurer, aber es ist halt immer wieder, wenn ich Becker-Produkte verwende, dass ich mir denke, Alter, ne? Das ist schon krass. Okay, einiges war irgendwie mal in Adventskalendern drin oder ich habe es im Sale bekommen, bei Douglas zum Beispiel oder beim TK Maxx oder im Sale bei Sephora zum Beispiel. Sofern ich die Produkte noch finden kann, verlinke ich dir die unten in der Infobox drin. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich habe mir eine sehr reichhaltige Hautpflege heute aufgegeben. Das heißt, ich habe ja aktuell auch die Kooperation mit Beauty Mates. Da kann ich dir auch hier meinen Gutscheincode einblenden. Und da habe ich mir derbe Pflege aufgegeben und das ist ja auch eine sehr, sehr pflegende Creme. Das brauche ich tatsächlich auch unter dem Primer, denn unter Glow Primern verwende ich immer eine sehr reichhaltige Pflege. Über meiner normalen Tagespflege von Beauty Mates habe ich mir dann auch noch von Dalton die Gesichtslichtschutzfaktor 50 plus Tagescreme, also nicht Tagescreme, ist ja, nachts brauchst du sowas nicht verwenden, aber ne, habe ich mir dann auch noch drüber gegeben. Und auch wenn es draußen gerade echt nicht so sonnig ist, sondern es schneit, für dieses Wochenende ist bei uns hier in der Region 40 cm Neuschnee angesagt und das ist krass, um das mal so zu sagen. Bin sehr gespannt, aber noch bleibt nicht wirklich was liegen. Ne? Auf jeden Fall hatte ich in dem Adventskalender von ASOS, glaube ich, die Becker Backlight, die Tube, Becker Backlight Priming Filter. Das ist dieses wunderschöne Produkt. Ich hatte die lila Variante davon im Jahr davor auch schon in dem Adventskalender und auch 2020 komplett aufgebraucht. Und mal gucken, ob ich diesen Primer dann dieses Jahr aufbrauchen werde. Ja, das ist halt beige, Creme, wie auch immer man das nennen mag. Das kommt dann jetzt auf mein sehr gepflegtes Gesicht, weil ansonsten, wenn ich halt keinen hydratisierenden Primer verwende, sondern nur einen Glow Primer, merkt meine Haut, dass sie einfach viel mehr Pflege braucht. Gerade im Winter ist es bei mir eine ganz heiße Kiste und deswegen bin ich immer froh, wenn ich gute Tagescremes, Tagespflegen verwenden kann, weil ich dann Glow Primer verwenden kann. Ergibt das Sinn? Ansonsten mache ich nämlich Double Priming. Double Cleansing, Double Priming. Die Frau hat einen ziemlichen Lattenschuss. Ja. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du es gerne hier unten einmal nachholen. Dann verpasst du auch keine von meinen geistigen Ausbrüchen. Entschuldigung. Oh. Der riecht ein bisschen nach, keine Ahnung, Nivea-Creme oder so. Sehr interessant. Es gibt einen natürlichen Glow und ich finde, dass meine Haut schön aussieht. Das sieht jetzt nicht speckig aus. Nee, das sieht glowy aus. Mag ich. Ach so, um die Produkte heute aufzutragen, wie auch immer, Augenpinsel, Gesichtspinsel und so, habe ich mir meine Catrice Pinsel hier rausgekramt. Das sind meistens Pinsel aus Limited Editions, deswegen wird es schwierig, die zu verlinken. Ich habe jetzt hier ebenfalls als First Impression die Becker Skin Love Weightless Blur Foundation und die habe ich mir geholt in der Farbe Leinen. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. So super neu ist die jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe gestern bei Beautylish etwas bestellt und habe gesehen, dass Becker schon wieder eine neue Foundation rausgebracht hat. Krass. Und ja, dabei habe ich die noch gar nicht getestet. Ne? Es ist der Wahnsinn in Tüten. Es könnte von der Farbe her passen. Wenn ich Glück habe, funktioniert das. Und das wäre ein Träumchen, weil die ganz schön teuer war. Aber wenn man bei Douglas bestellt, kann man ja auch mit Code und so weiter bestellen. Cool finde ich übrigens, dass du hier wirklich so eine Tube hast und einen Pumpspender. Doppelt gemoppelt hält besser, finde ich fein. Und ja, dann nehme ich mir erstmal so einen Foundation Buffer. Wobei, wir gucken uns das erstmal auf der Hand an, oder? Ja, wie die Konsistenz so ist. Okay, sehr dickflüssig. Also die fließt ja ungefähr gar nicht. Das ist ja fancy. Mhm. Dann gehe ich da mit meinem Buffer so drüber und gebe das auf mein Gesicht. Okay, ja, recht hell. Ich nehme jetzt auch so ein Oschi-Schwämmchen von Luisa. Das ist ein angefeuchtetes Schwämmchen. Ne? Das ist einmal ihr Body Sponge und dann nochmal angefeuchtet. Das ist ja echt fast so groß wie mein halbes Gesicht. Wahnsinn. Genau, und dann nehme ich mir ein bisschen was auf meinen Finger. Das ist einfach jetzt ein Pumper. Okay, wenn ich den Pumper jetzt einfach so mit meinem Finger verteile, sieht es krass aus, ne?
Jetzt arbeite ich das mit dem Schwämmchen ein. Lasst euch nicht irritieren, mein Freund saugt gerade im Hintergrund. Der hat nämlich Sammy gerade die Pfoten geschnitten. Also nicht die Pfoten, ui, die Krallen. Da ist er, der kleine, geschundene Mann. Wollte scheinbar rein. Hat mein Freund ihn reingelassen. Ist das nicht süß? Na, jetzt ist er hier sicher, ne? Also ich muss sagen, mit dem Schwamm habe ich definitiv mehr Deckkraft. Und es ging natürlich schneller, weil das Schwammding ist riesig, ne? Vom Ergebnis her müssen wir uns mal gleich aus der Nähe angucken, ne? So, aus der Nähe betrachtet ist das hier jetzt die Seite, die ich mit dem Pinsel eingearbeitet habe. Ich finde, da hat sich die Foundation echt nicht gut mit meiner Haut verbunden. Das heißt, da gehe ich gleich auch nochmal mit dem Schwämmchen drüber. Gerade so meine Nasenpartie, ne, das ist hier sehr nicht so cool. Aber die Schwämmchenseite gefällt mir sehr gut. Das ist schön eingearbeitet, wobei ich die Foundation jetzt so auf dem ersten Hautgefühl... Also der Glow vom Primer kommt durch, ja, aber es fühlt sich recht trocken an. Ja, also aufgebaut und mit dem Schwämmchen verblendet gefällt sie mir deutlich besser. Das sieht auf jeden Fall gut aus, das mag ich. Ich hab nicht das Gefühl, als hätte ich jetzt Foundation auf dem Gesicht tatsächlich. Nö, fühlt sich angenehm an und jetzt muss ich mal gucken, wie sie sich so in der Zeit verhält. Jo. Concealer bzw. als Concealer-Ersatz verwende ich den Under Eye Brightening Corrector in der Farbe Light to Medium. Ja, den habe ich mir ja wieder geholt im Black Friday und verwende ihn ehrlich gesagt auch mittlerweile ganz gerne. Vor allem aber unter Concealer und wenn ich nichts drüber trage. Genau, da nehme ich jetzt einfach mal so einen Smudger-Pinsel für, um mir da so ein bisschen was unter meine Augen zu geben. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich den wirklich nur unter den Augen nehmen kann. Auf dem Augenlid drauf, so jetzt um meine Äderchen abzudecken oder so, ist der nicht unbedingt geeignet. Da ich jetzt ja alle cremigen Texturen in meinem Gesicht habe, werde ich das Ganze jetzt mit einem Gesichtsspray kurz miteinander verbinden. Von Becker habe ich jetzt kein Gesichtsspray. Ich weiß auch gar nicht, ob die sowas haben. Dann nehme ich jetzt aktuell von Caudalie Eau de Beauté. Das ist dieses hier. Und mit dem Schwämmchen vor allem, ne? Mit dem Schwamm eintapern. Ein Puder hatte ich auch mal in einem Adventskalender drin. Da habe ich das Hydra Mist Setted Refresh Powder. Das soll ja quasi diese Feuchtigkeit beinhalten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich spüre da nichts von. Ne? Du hast da in der Mitte so ein Netz drin. Und ich glaube, bei der Originalgröße ist es auch mit drin. Ich feiere das sehr, dass sie das in so einer kleinen Größe auch mit dabei haben. Um unter meinen Augen zu setten, nehme ich eigentlich meistens einen Highlighter-Pinsel. Ein super feines Puder ist das übrigens. Um den Rest von meinem Gesicht zu setten, habe ich mir jetzt einfach was in den Deckel reingegeben und dann nehme ich mir einen etwas fluffigeren Pinsel und nehme Produkt auf, klopfe ein bisschen ab und puder mich ab. Da das halt so super fein ist, fliegt das überall rum. Das heißt, wenn ich das wirklich auftrage, vermeide ich es einzuatmen. Natürlich ist jetzt der ganze Glow vom Primer und auch von der Foundation futsch, wird aber nachher durchkommen, wenn sich alle Texturen wieder ein bisschen besser miteinander verbunden haben. Jetzt habe ich den Schritt Bronzer, Blush und Highlighter, sprich meinem Gesicht wieder etwas Leben zurückgeben. Ich habe hier einen Bronzer, da weiß ich noch nicht genau, Sunrise Waves ist hier die Bezeichnung. In dem typischen Becker-Design habe ich tatsächlich bei Douglas auch geholt, als es mega krass reduziert war. Den kann man aber schön als Bronzer verwenden. Wenn man ihn vorsichtig aufträgt, dann geht das, weil der hat halt, je weiter man nach außen geht, ne, desto mehr Glow hat das Moped. Der ist schön, definitiv. Und wenn ich so durchswirle und einfach alles miteinander verbinde, ne, ist das auch ein richtig toller Farbton für mich, weil ich bin ja ein sehr helles Häutchen. Da muss ich halt nur aufpassen, ne, weil so ist der halt wirklich sehr glowy. Aber der hat einen schönen Glow. Ja, ich habe aber auch noch die Chloe und Malika Palette, die ich richtig geil finde. Da muss ich halt hier mit dem Ton einfach nur ein bisschen aufpassen, weil ich habe die Malika hier, glaube ich, ne? Ja, und das ist die dunklere Variante. Da haben wir Blush, zwei Stück, ein Highlighter und halt einen seidigen Bronzer, würde ich mal dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es die Palette noch irgendwo gibt. Also schön finde ich die auf jeden Fall. Und ich bin sehr froh, dass ich mir die im Sephora Sale mal geholt habe. Weil wenn ich die zart auftrage, kann ich da auf jeden Fall mit arbeiten. Also der Bronzer ist ein bisschen
sehr, sehr warm tatsächlich, ne? Aber mal gucken. Ich denke, dass ich mich hier erstmal mit dem Fluffel, wo ich gerade mich mit abgepudert habe, in den Bronzer reingehe. Und mir den hier einfach mal so aufgebe. Ja, man sieht es, ne? Das ist für mich eher ein Sommerprodukt, weil der doch sehr, sehr rötlich aussieht auf meinem Gesicht. Und das kann ich halt besser verwenden, wenn ich wirklich auch etwas gebräunter bin und nicht so eine absolute Kalkleiste wie jetzt im Winter. Man muss realistisch bleiben. Trotzdem trage ich mir den jetzt auf. Verblendet sieht der Bronzer jetzt nicht irgendwie furchtbar aus oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das ist jetzt meine perfekte Bronzerfarbe. Der hat, wie gesagt, auch wirklich diesen Seidenglow dabei, das heißt, der ist nicht absolut matt. Ja, aber es sieht ganz nice aus und ich würde sagen, ich versuche jetzt wirklich in der Mitte von diesem Bronzer zu bleiben, weil das wäre halt schon eine gute Farbe für mich, der ist auch sehr pudrig und gebe mir den, oh, ja, sehr stark pigmentiert, okay, hallo, ja. Gebe mir den auch noch so ein bisschen drüber, einfach um das Ganze noch ein bisschen mehr glowy zu machen. Denn ich habe einfach heute auch Lust auf so einen schönen glowy Look. Man fragt sich, warum sie einen Haarreifen trägt, wenn sie eh ihre Haare wieder rauspinselt. Naja, fürs Gefühl. Okay, aber so ist es auf jeden Fall ein Bronzer, den ich so tragen würde und wo ich mich mit wohlfühle. Und wenn ich den jetzt so aufgebaut und auch verblendet habe, also sowohl als auch, ne, sieht er in Ordnung aus. Damit komme ich klar. Doch, ne? Also ich kann tatsächlich den hier sogar mehr empfehlen als den Chloe und Malika. Genau. So, jetzt möchte ich Blush auftragen. Und da habe ich ja, wie man hier sehen kann, zwei verschiedene Blushtöne. Das hier ist eher so ein Blush-Topper, ein sehr, sehr heller Ton. Und der andere ist sehr, sehr dunkel. Also ein Zwischending aus beiden wäre meins. Also verbinde ich das Ganze miteinander, indem ich einfach in beides reingehe. Und setze mir das hier erstmal so hin. Genau. Das muss ich auch gar nicht so super intensiv aufbauen, finde ich, ne? Also natürlich ist es fast schon mehr ein Highlighter, als dass es ein Blush ist. Dennoch baue ich es auf. Man soll es ja auch in der Kamera sehen. Also im Spiegel sehe ich es eigentlich wohl schon. Habe es auch schon beim ersten Swipe gesehen. Aber die Lichter schlucken hier einfach immer so viel, dass ja, man das dann halt auch so am Ende gar nicht mehr wirklich sehen kann. Aber ich denke, so sollte man es auch sehen können. Ja, das sieht auch schön frisch aus. Dadurch, dass es halt diesen Glow mit dabei hat, was ich gerne mag. In der Theorie bräuchte ich jetzt eigentlich keinen Highlighter mehr. Weil Leute, ne, guckt euch diesen Glow an, den ich im Gesicht habe. Trotzdem. Wir haben sowohl in der Palette ja einen hier drin, also der ist aber ein bisschen dunkel tatsächlich, ne? Der ist, ja, für mich eher als Lidschatten tragbar. Und ja, der ist auch schon auf meiner Haut, aber egal. Der ist halt mehr so ins Dunklere, ja. Und dann habe ich ja hier meine Buchstabensuppe. Die habe ich, wo habe ich die weg? Habe ich mir die ertrashed? Habe ich mir die gekauft? Ich weiß das gar nicht. Das ist jetzt super schwierig zu swatchen, ne? Weil kommen da mal in die richtigen Sachen rein. Der ist auch nicht dunkel. Nee, der ist ja auch aus der gleichen LI. Aber der ist schon... Habe ich gesagt, der ist nicht dunkel? Doch, der ist dunkel. Aber der ist ein Tick heller als der aus der Palette, ne? Genau, das heißt, ich werde jetzt auch in die Buchstabensuppe reingehen. Mache dafür den Pinsel sauber, der neben mir liegt, den ich ja für unter den Augen genommen habe zum Setten. Ist ja eigentlich auch ein Highlighter-Pinsel. Dann versuche ich so viel wie möglich hier in verschiedene Buchstaben reinzugehen. Und, oh Gott, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen viel auf dem Pinsel. Jo, ein bisschen, ne? Doch, kann man wohl so sagen, dass es ein bisschen viel war. Ups. Ja gut, aber den trage ich mir dann jetzt mal auf. Und man sieht es, der ist zu dunkel. Ja. Da haben wir schon mal ordentlich an Glow vorgelegt. Und jetzt mache ich mir die Augenbrauen. Ich habe nämlich kein Augenbrauenprodukt von Benefit. Ach Quatsch, von Benefit vor allem. Von Becca. Dann nehme ich hier von L'Oreal einen, der schon fast nicht mehr vorhanden ist. Und meinen Benefit 24 Hours Brow Setter. Und dann sehen wir uns gleich mit Augenbrauen wieder. Ja. Die Augenbrauen sind gemacht. Und jetzt können wir uns den Lidschatten-Sachen zuwenden. Ich hätte zum einen die Après-Ski Glow, nein, die Eyelights Palette Après Ski Glow Collection. Das ist die hier. Also es sind im Prinzip die ganzen Highlighter von Becca, die man als Lidschatten verwenden kann. Damit kann ich tatsächlich auch einen super schnellen Lidschatten-Look machen, indem ich mir einfach einen Bronzer in der Lidfalte gebe. Dann gebe ich mir einen von den dunklen Tönen nach außen hin und einen von den hellen Tönen nach innen hin auf mein bewegliches Lid. Und mit dem
kann ich dann im Innenwinkel highlighten. Also das wäre jetzt ein super unspektakulärer Look, deswegen schminke ich die nicht. Aber eine schöne Palette definitiv. Die Palette, die ich jetzt verwenden möchte, habe ich mir im TK Maxx geholt. Da hat die 30 Euro gekostet und ich weiß gar nicht, was die original gekostet hätte. Das blende ich euch ja safe ein. Die Vulcano Goddess Palette, das ist diese hier. Ich greife da so super selten zu und möchte es aber mehr, ne? Im Prinzip. Also das ist die Palette. Ja. Eigentlich relativ unspektakulär, wenn der blaue Ton nicht wäre. Und das war gerade voll die reine Monstergeschichte hier. Ich versuche jetzt auch heute mit euch zusammen einen goldenen Look eher zu schminken. Ne? Ja, habe ich auch irgendwie mehr Bock drauf, als dass ich... Vielleicht mache ich mir das Blau noch an den unteren Wimpernkranz gleich. Wir gucken mal. Zuallererst gehe ich mit einem fluffigen Blendepinsel in den Ton Cloud. Und damit sette ich einfach mein komplettes Lid, weil auch wenn man trockene Haut hat, hat man ja immer irgendwie so ein bisschen... ja, ölige Lider. Ne? Das ist einfach, also vor allem bei mir mit Schlupflid ist es immer so, weil immer wenn man eine Hautfalte hat, sammelt sich irgendwas darin, Leute. It is so. Und genau, das ist für, ja auch einfach eine Hautfalte von mir. Das ist gerade ziemlich eklig, ne? Egal. Dass ich trockene Haut habe, sieht man vor allem jetzt auch hier oben an meinem, ich nenne es mal unbeweglichen Lid. Da habe ich sehr, sehr trockene Stellen auf beiden Augen. Also ja, das ignorieren wir jetzt geflissentlich einfach mal. Wir haben nicht so viele matte Töne hier drin, aber ich möchte gerne alle matten Töne, alle drei, die es so gibt, verwenden. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die Farbe Volcanic Sand. Das ist eigentlich eher so ein Aprikot und auch das nehme ich mit meinem Blendepinsel auf und gebe mir das einfach nochmal etwas höher, als meine Lidfalte so ist. Mit einem etwas fester gebundeneren Blendepinsel, das ist dieser hier, gehe ich in die Farbe Grenade. Jetzt kommt eine Granate in die... quasi Lidfalte. Ja, also ich setze den erstmal hier außen, so ins äußere Drittel. Dann gehe ich hier so an meinem Knochen entlang und bastel mir eine Lidfalte. Ja, das geht jetzt relativ zackig, muss ich gestehen, denn ich werde jetzt in den Ton Gilded oder Gilded reingehen. Das ist dieser hier. Dieses schöne Gold. Den setze ich mir auf mein Zentrum. Natürlich ziehe ich mir den auch ein bisschen höher, dass man ihn auch sieht, ne? Weil ansonsten Schlupflid schlupft drüber und weg ist er. Jetzt nehme ich mir wieder den Ton Grenade auf, die Granate mit diesem etwas schmaleren Blendepinsel und blende den auch so ein bisschen über das Gold, dass es sich ein bisschen verbindet, dass man so einen Raucheffekt bekommt über das Gold. Aber nur ganz, ganz außen. Ich finde den Ton Diamond Dust mega schön, das ist jetzt hier auf meinem Finger der Swatch, ihr seht es wahrscheinlich auch wieder von der Konsistenz ist, der ist nämlich super flockig. Das heißt, das wird jetzt wirklich eine Herausforderung werden, den aufs Auge zu bekommen. Ich versuche jetzt erstmal das von meinem Finger auf mein Auge zu kriegen. Ich möchte den so im inneren Drittel aufgeben, aber ich möchte den eigentlich nicht in meinen Augenwinkel, also in den Augeninnenwinkel packen, ne? Weil dafür ist er mir zu grob. Dann nehme ich lieber nachher den Highlighter für. Jetzt nehme ich mir so einen ganz präzisen Point Brush und suche mir wieder meine Highlighter-Buchstaben raus. Und da gibt es ja verschiedene. Es gibt ja die dunklen und es gibt die hellen. Und ich versuche jetzt wirklich nur, ne, in einen, so einen hellen reinzugehen. Der ist dunkel. Der ist zu dunkel. Der ist viel zu dunkel dafür. Ach, das ist ja blöd. Moment. Haha, haha, Leute. Haha, warte. Idee. Ich habe doch hier die Highlighter-Palette. Bin ich denn bescheuert im Kopf drin, no? Ja, da gehe ich natürlich in den in der Mitte und das ist der Pearl Highlighter. Und blende den auch so ein bisschen noch hier so rum. Recht unspektakulär, aber die haben ja auch spektakulärere Farben. Zum Beispiel den Topaz, ne? Den finde ich ja auch immer sehr, sehr schön und sehr, sehr passend für mich. Ja. So, und den setze ich mir auch unter meine Augenbraue als Augenbrauen-Highlight, damit es halt, ja, nicht nur gehighlightet wird, sondern halt auch optisch geliftet. Ich könnte jetzt natürlich bei diesem relativ, ja, tragbaren Look bleiben, den ich auch so ganz normal tatsächlich im Alltag gerne tragen würde, um ehrlich zu sein, das mag ich richtig gerne leiden. Ich könnte aber auch sagen, ach, was soll's, ich nehme mir noch so ein bisschen was von dem, Crater und von Midnight Sapphire, ne, also von Midnight Sapphire und von Crater und mache mir das an den unteren Wimpernkranz. Und ja, das machen wir jetzt mal. Dafür nehme ich auch wieder diesen Smudger-Pinsel, gehe dann erst in Crater. Das sind beide Schimmertöne.
Den blende ich hier auch außen aufs äußere Drittel ein bisschen mit drauf. Zack. Und dann gehe ich in Midnight Sapphire. Ich gucke mal, ob ich das mit dem Smudger hinbekomme. Den setze ich mir da drüber. Das ist so mein kleiner Hauch von Rebellion, den ich einfach super gerne an meinem unteren Wimpernkranz mag. Und Leute, ich finde es total toll. Also ich muss es natürlich vorne noch ein bisschen verblenden, ne? Das ist klar. Das ist hier ein bisschen zu abgehackt. Aber ich mag das gerne leiden. Ich denke auch, dass ich mir diesen Crave hier oben noch so ein bisschen als Wimpernkranzverdichtung aufgeben könnte, oder? Ja, weil ich habe jetzt ja gerade keinen Eyeliner hier. Stempel ich mir so ein bisschen einfach auf, um den oberen Wimpernkranz einfach ganz soft zu verdichten. Das ist jetzt kein super aufregender Lidschattenlook, ne, den man so noch nicht gesehen hat. Ja, aber das ist ein Look, den kannst du mit vielen Paletten, die es einfach aktuell auf dem Markt gibt, nachschminken. Aber ich finde den schön. Ich mag den gerne leiden und ich fühle mich jetzt auch sehr, sehr wohl damit. Genau. Eine Mascara habe ich tatsächlich nicht von Becca. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Mascaren haben. Deswegen verwende ich jetzt einfach meine Alltagskombi, die ich so nur jetzt auch jeden Tag im Prinzip verwende. Das ist einmal von Catrice die Glamidoy Boost Lash Growth Volume Mascara. Die hat ein Gummibürstchen und die verwende ich in Kombination mit der L'Oreal Air Volume Mega Mascara. Die beiden zusammen sind wirklich ein Traum und ihr werdet es sofort sehen, wie heftig das einfach aussieht. Ich glaube, das ist ein bisschen heftig geworden, ne? Aber im Prinzip habe ich eigentlich nur die Catrice Mascara verwendet. Dann habe ich zwei Schichten von der Air Volume Mascara genommen. Und dann bin ich nochmal so ein bisschen mit dem abgestriffenen Bürstchen von der Catrice Mascara, also ohne weiteres Produkt, nochmal durch die Wimpern gegangen, weil mir das tatsächlich eben noch extremer erschien, als es jetzt geworden ist. Ich brauche keine künstlichen Wimpern auftragen, wenn ich sowas mit Mascara hinbekomme. Ohne Witz, oder? Und ja, da kann ich euch nur empfehlen, euch ein gutes Wimpernserum anzuschauen, falls ihr nicht von Natur aus solche Wimpern habt. Ich persönlich habe nicht von Natur aus so lange und voluminöse Wimpern. Da werde ich immer wieder nachgefragt, welches Wimpernserum verwendest du? Aktuell das von Forever Young ist es, glaube ich, bekommt man bei M.Asam, kann ich euch unten in der Infobox verlinken. Genau, aber bei mir funktionieren Wimpernserien halt immer so exorbitant krass, ne? Also ich muss einfach ehrlich sein, es ist fast jedes Wimpernserum funktioniert einfach bei mir und macht sowas, ne? Das ist Hammer. Und dann noch die richtige Mascara dazu. Ich denke, für die ein oder andere oder den ein oder anderen ist es vielleicht sogar ein bisschen zu heftig. Ich weiß gar nicht, was ich hier mit meinen Babyhärchen anstellen soll. Egal. Weil das halt schon sehr boom ist, ne? Aber ich mag's. Ja, ich mag's sehr, sehr gerne. Ja. Okay, genau. Lippen. Habe ich auch im Sale für, ich glaube, ein Drittel von dem Preis oder so, den Soufflé Ultimate Lipstick Love, glaube ich, weiß ich nicht, ist dieser hier, ist eine richtig schöne Farbe, ne? Also das ist sehr Rosenholz, cremig, Mauve, keine Ahnung, alles miteinander, was ich halt super gerne auf meinen Lippen mag und das kommt jetzt auch auf meine Lippen. So sieht das Ganze jetzt von Namen aus. Ich finde, dass ich einen schönen Glow im Gesicht habe. Also die Base-Produkte sind ganz toll geworden, meine Meinung. Die Foundation macht auch einen guten Eindruck. Die passt von der Farbe her richtig gut. Natürlich setzt sie sich auf der einen oder anderen trockenen Stelle, zum Beispiel so an der Kinnpartie oder an der Nase so ein bisschen ab. Aber Leute, das machen ungefähr alle Foundations bei mir. Ja, aber ansonsten finde ich, dass ich ganz gut aussehe mit dem Full-Face Becca Schminki. Und jetzt gucken wir nochmal aus der Nähe, wie das, aus der Nähe vor allem, ihr seid doch schon nah, aus der Ferne, wie das dann im Kompletten aussieht. Aus der Ferne und mit Haare auf, ja, die hätte ich auch vorher mal durchkämmen können, ne? Das ist hier richtig professionell mit uns. Nö, aber wirklich, das gefällt mir im Kompletten sehr, sehr gut. Es sieht nicht natürlich aus, nein, auf gar keinen Fall. Aber es sieht strahlend aus, es sieht tragbar aus. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Look, wo ich sage, das ist ein Frühlingslook, ein Sommer-, ein Herbst-, ein Winterlook. Den kann ich zu allem Möglichen tragen, ne? Jo, mag ich gerne leiden, werde ich heute auch den ganzen Tag tragen. Und das war's jetzt mit meinem Full-Face-Becker. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!